willkommen zurück zu das, was im Titel steht. Ich möchte tatsächlich ein bisschen noch auf Erkundungstour gehen, denn wir haben hier so ein paar kleinere Sachen, die wir so noch gar nicht richtig entdeckt haben. So, zum einen fuchst mich immer noch die Sache mit den Schaltern. Hier habe ich einen. Wait a moment. Hier dampft doch was. Da ist ein Schalter. Klack. Okay. Aber ich glaube, uns fehlt trotzdem noch einer. Es sind vor allem die hinteren Lampen, die uns interessieren. Ich will nicht an die dran. So. Nee, es sieht nach nichts aus. Ein bisschen. Ah, hier ist doch auch was. Ha! Okay. Was auch immer das jetzt zu bedeuten hat. Moment. Was passiert jetzt damit? lol. Irgendwie dreht er die Uhr gerade durch. Moment. Ah, jetzt glitzert das Ding da richtig dolle. Dreht die Uhr immer noch durch? Die Uhr dreht immer noch durch. Moment. Okay. Das Feuer auch schon so geglitzert? Ich weiß es nicht. I don't get it. Ich mach mal hier die ganze Zeit weiter. Hat dieses Lächeln, dieses Glitzern irgendwas zu bedeuten? Eins, eins, zwei, eins, zwei, eins, eins, zwei, eins, 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 zwei. Eins, eins, zwei, eins, zwei, eins. Eins. Eins, eins, zwei, eins, zwei, eins. Irgendwie nicht. Moment. Eins, eins, zwei, eins. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ich weiß es nicht. Irgendwie springt die hin und her. Hat die irgendeinen anderen Rhythmus? Ich hab die jetzt um einen bewegt. Da lang drehen. Pff,
bringt die zwischen 1. I don't get it. Okay, wie auch immer. Ich will hier nochmal ein bisschen rumgucken. In der Kanalisation zum Beispiel haben wir nämlich noch so ein paar Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben. Oder noch nicht aufgebröselt haben, bin ich der Meinung. Darum laufe ich da jetzt einfach mal wieder zur Kanalisation. Ich war der Meinung, hier war irgendwas. Genau. Ach, toll. I'm so a genius. Ich bin so schlau. Ich vergesse sogar diese wunderschöne... Moment. So. Hier nach links zum Beispiel ist auch noch irgendwie... sehr viel Freiraum, den wir uns so noch nicht angeguckt haben. Okay, aber das sieht nicht danach aus, dass hier irgendwas ist. Nö. Drache ist jetzt mega im Eimer. Okay. Erstmal hier wieder auffüllen und gut. Gurken am Tag hält die Geheimnisse im Zaum. Hier mal dran vorbeistolzieren. Ich habe nämlich keinen Bock auf die komischen Leute. So. Jetzt können wir aber hier einmal Bäm machen. Und Kaching. Moment. Hier brauchen wir diese scheinende Rüstung. Genau. Was haben wir denn hier? Ach, fuck. Macht unser Wasser zu Eis? Macht aber nichts. Oh, da guckt mal einer an. Und, ups. So, hier war doch was. Aha! Frosch. Ich sollte hier mal diese Eisrüstung, diese Eissohlen abmachen. Damit ich mit diesem den Spaß hier irgendwie greifen kann. Nom. Wobei ich noch nicht so genau weiß, ob man das hier überhaupt braucht. So. Die nächste Frage, die ich mir stelle, ist, brauchen wir... Gehen die von alleine aus? Die gehen von alleine aus. Hier unten noch einen. Ich sehe es gerade nicht. Das ist doof. Ach, wisst ihr was? Ich bin ja auch sehr schlau. Au, das hat wehgetan. Pustifix. Aha. Eine Kiste. Was haben wir hier drin? Geil. Nochmal so ein Teil. So, beschaffe sie alle. 3 von 5. 1 von 5. Oh. Es gibt hier noch eine ganze Menge zu erkunden. Die Rüstung beispielsweise haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Weia, weia, weia.
aber dann sind wir hier, glaube ich, jetzt soweit durch an dieser Stelle. Aber wir können da drüben. Hier kommen wir nochmal zurück. Okay. So, weil. Genau, hier hoch und dann weiter nach rechts lang. Und dann irgendwo hier nach oben. Da war etwas, das sah so aus, als könnten wir dann nur hin, wenn wir fliegen können. Oh nee, da kommen wir nur lang, wenn wir. Da wären wir herangekommen, wenn wir ein Frosch wären. Gut zu wissen. Aha! Okay. Was haben wir hier? Ganz witzig. Aber das macht nichts. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Weil auch hier war, glaube ich, irgendetwas. Ey, was wir sonst nicht hätten lösen können oder so. Ah ne, hier war so ein Ding. Gucken wir dann nochmal hier unten. Aha. Moment. Idee. Das haben wir. Und wir haben hier doch noch diese schweren Stiefel. Nee, das hat nichts gebracht. Versuch war es wert. Schade. Okay, das war leider nicht so wirkungsvoll. Aber wir haben ja jetzt hier zumindest toll. Ah! Versteckte Türen kann man auch so benutzen. Das ist gut zu wissen. So, Websa. Okay, ganz unnötig war das hier nicht. Wir haben hier zumindest nochmal... Naja, Geld. Ganz toll. Oh, und nochmal eine große Kiste mit... Hey, nochmal so ein Steinchen. Goldenes Armband. Das ist das erste Teil vom Armband. Oh, shit. Und ich hatte gehofft, dass wir hier relativ zügig vorankommen. Boy. Okay. So, wir nehmen den Dude. Damit sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Hier war der Ausgang, ne? Ja. Gehen wir wieder durch. Und dann sind wir auch schon fast wieder am Eingang. Beziehungsweise wir sind jetzt wieder am Eingang. Und wieder im Dorf. Nice! So, was könnten wir denn noch machen? Da unten haben wir noch irgendwie... Ja, dann lasst uns den nochmal schnappen. Hier ist nicht der Teleporter, da lang muss ich zum Teleporter. Höp, höp. Da ist er. So. Hier hatten wir noch irgendwas. So, ruhig einmal die Eisrüstung, Feuerverteidigung. Wege
paar Zentimeter in diese Richtung. Puff. Und jetzt hier lang. So, und hier können wir irgendwie hoch, war das. Nächste Frage ist, was passiert damit? Ah, na klar. Ach, fuck. Nee. Fuck. Was? So, endlich. Ich wollte hier nämlich. Hä? War das nicht so, dass man, dass der unter bestimmten Umständen ein... Ah, so war das. Man kann da drauf und wenn man auf ihn drauf ist, kann man den hier machen. Und dann kommt man nach und nach hier hoch. Nein, nein, nein. Na komm. So. Und hier lang und... Ach, das zählt doch nicht. So. Jetzt habe ich dich. Oh. Ah, hier war dieses Tornado-Ding. So, dass wir jetzt auch definitiv aufmachen können. Containing. Achso, okay. Ach, toll. Ein Kristall. Juhu. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Cooles. Aber nein. So, dann können wir uns hier die Waffe schnappen. Teleportationsstab. Und. Bumm. Da sind wir auch wieder. Gut, 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 gut. Jetzt stelle ich mir echt die Frage, was das noch mit dieser Uhr hier auf sich hat. Alternativ? Wo könnte man sonst hin? Da kommen wir nicht hin. Wo war denn hier noch Kram, an dem wir noch nicht so richtig ran konnten? Und die nächste Frage... Warum konnten wir da nicht dran? So, wie sieht's denn hier drüben aus? Da können wir doch auch hin teleportieren. Und da sehe ich nämlich auch so ein Teil in der Mitte. Hier unten. Ups. The fuck? Wo fährt denn der hin? Achso, nee, das war klar, dass der da hinfährt. So. Hier kommt man irgendwie anscheinend noch hoch, anscheinend. Nee, hier noch nicht. Hier in der Nähe vom Safe Spot. Sprung. Ah, ja, stimmt. Aha. Got it.
Noch ein Teilchen. Hey. Läuft ja fast wie am Schnürchen hier. Ein Rüstungsteil. Und jetzt gibt es noch irgendwas hier unten. So, lieber mal die Stiefel ausziehen und einmal kurz auf den Frosch gewechselt. Aha. Okay. Das sieht interessant aus. Aber es sieht eher so aus, als ob ich von woanders, von da drüben irgendwie lang zischen kann. Eher von hier so. Das hatten wir nämlich schon mal. Hier waren wir nämlich schon mal. Ah, na klar. Ich sehe schon ein bisschen. So, hier lang. Dann hier lang. Jetzt vorsichtig. Hier lang. So. Und genommen. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Wir müssen jetzt... Nein. Okay. Hat nichts gebracht. Die schweren Stiefel waren unnütz an dieser Stelle. So, jetzt trotzdem die Frage. Ah, Moment. Ich könnte ja versuchen, mit ihm hier. Bombe zu werfen. Aha! Dann wieder auf den Frosch wechseln. Jetzt vorsichtig. Und nom. Und wieder vorsichtig. Nein! Nein, 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 nein! Oh, fuck. Puh. Glück gehabt. So, nochmal Vorsicht. Habe ich. Und jetzt hier oben. Habe ich. Jetzt müssen wir hier unten irgendwie weiter. Was haben wir hier noch? Nur eine leere Kammer. Okay. Und jetzt hier lang. Das war schon mal ganz gut. Gut, wir kommen der Sache näher. Bloß nicht in eine der Strömungen rein. So ein bisschen wie hier der heiße Draht oder wie das Spielchen hieß. Nein! Oh fuck. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier ganz schnell eine Strömung finde. Sehr gut. Okay, zumindest können wir dich einfach mal kurz so nebenbei besiegen, das ist schön. So, Life Point. Fuck. Mit Kaffee gekleckert, sehr gut. So, weiter. Ah! Oh, Dänge, Länge, Länge. Ich wusste, dass hier gleich so einer kommt. So, nein! Ich werde jetzt hier aber auch gerade echt mega unvorsichtig, wie man unschwer erkennen kann. So, ich sollte mal wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Nicht zu gewagt vorgehen. Letzte. Oh, sehr gut. Und? Nein. Ja. Habe ich.
So, das ist mir egal. Und hopp. Jetzt nicht vom Geld verleiten lassen hier. Auch wenn ich jetzt Geld habe. Uff. Okay. Uff. Und jawohl. Was bist du denn für ein Steinchen? Goldener Stein, der wertvollste Stein von allen. Ein geschickter Schmied kann damit goldene Ausrüstung auf außergewöhnliche Weise verbessern. Mhm. Sehr schön. Oh, und damit sind wir hier auch durch. Hopp. So, dieses Stück haben wir auch. Da unten können wir nicht. Mehr denn? Wo geht's weiter? Da ganz. Links ist noch irgendwie was, wo wir noch nicht waren. Aber ehrlich gesagt würde ich da jetzt auch nur ungern den gesamten Weg hinmarschieren. Aber hier sind nochmal zwei Türen, bei denen ich mir gerade nicht sicher bin, ob die normalerweise, wenn man eine Tür öffnet, doch dann irgendwie so einen Weg um die Ecke oder so. Kleiner Moment, Kanalisation. Da war ja auch diese eine Tür. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen. Aha, okay, da war das. Aktion mit der Kanalisation, mit dem hier unten. Okay. Aber hier unten ist nämlich rechts lang auch noch irgendwas, wo wir noch nicht waren. Und ich habe da so eine Idee. Ein Secret machen, zwei Secrets machen wir noch, bevor es dann zurückgeht. So, und zwar wollte ich jetzt erstmal hier hin. Hat mich so tatsächlich seine Gründe. Und zwar zum einen, wenn wir hier mal ganz nach links gehen. Ach ja. Frech. Hier haben wir doch auch noch irgendwas. So. Bumerang. Mit der Bumerang-Magie haben wir ein bisschen Kohle bekommen. Meinetwegen. Hier einmal kurz drüber. Hier ist doch auch irgendwas. Ah, okay, ja gut. Ich hatte eigentlich erwartet, dass hier noch ein bisschen mehr ist. Aber macht nichts. So, da waren wir schon oben. Das macht also nichts. Ach, fuck. Das wollte ich so nicht. Ich wollte eigentlich
auf Drachen und dann wollte ich hier die Frostklinge wieder einsetzen. Werde ich hier auch noch vergiftet. Was macht nichts. So. Hier drüben hatte ich neben, war ja nämlich zwar dieser, dieser Kampfplatz. So. Aber hier oben war ja auch noch irgendwie eine Tür. Und hier war doch auch irgendwas. War hier irgendwas? Aha. So. Okay. Wie auch immer das funktionieren soll. Aha. So. Ich wusste doch, hier war noch irgendwas. So, wieder ein goldenes Waffenteil. Wunderbar. Jetzt wählen wir wieder den aus, um uns den Rückweg zu sparen. Klack. Kling, rüber da. Und der Grund, warum ich das jetzt mache, ist, ich komme, diese eine Stelle, an der ich so ein Häkchen verzweifelt bin, sollte ja jetzt eigentlich ein Klacks sein. So. Und zwar gab es hier ja diese Stelle mit dem, ich glaube, wenn ich hier jetzt links, rechts lang gehe, genau, da können wir sicherlich jetzt auch einfach so drüber jumpen und hier jetzt reingehen. So, geklappt. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Noch ein Teil, wow, nicht schlecht. Armbandteil. So, zwei, ein Schild haben wir noch gar nicht gefunden. Boy, wir haben hier echt noch eine ganze Menge offen, wenn wir diese legendäre Rüstung haben möchten. Puh. Und tatsächlich finde ich die Idee... Naja, komm. Machen wir jetzt einfach. Zurück zum Teleporter. Der ist jetzt zum Glück hier gleich um die Ecke. Klack. Und hier hoch. Wir gehen doch nochmal in den... in den Tempel. Ja, ja. Wow. So. Und zwar... hierhin? Dann da entlang. Und da entlang. Boing. So. Jetzt sind wir schon fast da, wo ich hin wollte. Einmal kurz. Nochmal hier hoch.
hier war doch auch irgendwas. Genau. Hier kamen wir irgendwo nicht hin. Aus Gründen. Ja, okay. Aha. Klick, klick. Und jetzt? Wo kommen wir jetzt hin? Schwupp, schwupp. Das ist auch cool. Voll auf die 12. Ach shit. Okay. Moment. Wenn ich den hier mache, dann passiert natürlich hier nichts. Okay. Ich habe da so eine Idee an dieser Stelle. So, hat funktioniert. Ups. Den Drachen, den Löwen wollte ich, der ist cool. So, jetzt bin ich hier. Einmal Schlange. Okay, jetzt komme ich da hinten raus. Genau. Jetzt komme ich. Da würde ich da oben rauskommen, da kann ich aber noch nicht raus, weil ich noch nicht an die Kiste komme. Das heißt, ich muss erstmal da lang, dann da und dann hier, so. Und jetzt muss ich das ganze Ding irgendwie um 180 Grad drehen. Nom. So. Und mit der Schlange wieder zurück. Bin ich da hinten, jetzt muss ich da, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da, jetzt springe ich da runter, dann komme ich oben raus, die kann ich einmal dran vorbei und Sesam, öffne dich. Sehr schön. Aha. Na, das habe ich doch gern. Und schlubbiwupp. Jetzt kommen wir zum Anfang. Perfekt. Einmal mal kurz wieder raus. Uhu. Auch hier sind wir jetzt ein bisschen weiter. Jetzt wollte ich aber wirklich in die Höhle des Löwen wieder hier rein. Weil ich habe nämlich gesehen, da unten links bei dem Herzteil, da ist irgendwas. So, und mit dem komme ich hier direkt weiter. So, hier war der Bossfight. Oder irgendwie so. So, perfekt. Jetzt kann ich hier lang laufen. Ah! Hier kommen wir nämlich jetzt auch durch. Achso, da sind wir aber letztes Mal auch durchgekommen. Fällt mir gerade so auf. Sonst noch was? Nee. Hier müssen wir gleich runter. Aha. Klack. Auf damit. Ja, das hat doch geschafft. So. Trotzdem bin ich noch nicht da, wo ich eigentlich sein wollte. Denn ich wollte jetzt nämlich hier entlang. Und... Okay, hier gibt's nichts. Also wieder runter. Hier ist soweit anscheinend auch nichts. Außer, dass es hier tief runter geht. So, was war hier? Tipp, wenn du schnell genug bist, kannst du sogar über Wasser laufen. Den Tipp hatten wir sogar schon mal. Und wenn ich jetzt hier hochgehe... Ach, deswegen. Oh. Ganz lustig.
Na gut. Was soll's. Wie viel haben wir denn jetzt hier überall? Oh, wir haben erst ein Schildteil bekommen. War dumm. Aber hier können wir nochmal kurz Lebenspunkte aufstocken. Na gut. Dann würde ich mal sagen, einmal wieder zurück. Eisklinge. Aber das macht mich immer noch stutzig hier. Egal. In der nächsten Folge reden wir dann endlich mal mit diesen Dudes hier. Und dann gehen wir weiter. Bis dann!